Präsident Timmermans und Kommissar Hahn sich zurzeit in der Türkei befinden. Die haben bis heute Morgen 4 Uhr mit den türkischen Kollegen über das gemeinsame Aktionsprogramm gesprochen. Es besteht Aussicht auf Erfolg, kann das aber noch nicht abschließend zustimmend kommentieren. Ich werde von Franz Timmermans im Laufe des Vormittages noch informiert über den Verlauf der Gespräche, aber das bewegt sich in die richtige Richtung.